Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Fae Farm Let's Play. Ja, ich bin wieder da aus meiner klitzekleinen Pause. Es gab ja jetzt 2 Tage keine Videos aufgrund einer Erkältung. Mich hat es leider wirklich richtig dolle erwischt. Auch wenn ich nur 2 Tage Pause hatte, fühle ich mich dennoch jetzt wieder fit genug, um euch ein Video aufzunehmen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure ganzen Genesungswünsche. Ich habe mich so gefreut. Also wie gesagt, ich werde euch in dem Community-Tab, wenn solche Ausfälle stattfinden, immer informieren. Also schaut bei mir im Kanal bei dem Community-Tab vorbei, da erfahrt ihr das immer als erstes oder in der Instagram-Story. Und ja, ich bin euch so mega dankbar für die ganzen Genesungswünsche. Ich war erstaunt, wie viele da geschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt geht's wieder weiter mit Fae Farm. Ich habe auch eine Information für euch über das Minikus Night Market Let's Play. Und zwar werde ich das nicht weiterspielen, aber ich bin das gerade am Durchzocken. Das Spiel erlaubt es mir leider nicht, es weiter aufzunehmen. Das ist leider unmöglich, so wie das Spiel gerade auf der Switch läuft. Und deswegen kann ich auch kein Let's Play weiter aufnehmen. Und ich habe jetzt trotzdem mich dazu entschlossen, euch das Late Game noch zu zeigen. Das heißt, ich spiele das Game durch und da es mega viele Features gibt, die man erweitern kann während dem Spielverlauf, werde ich euch das Late Game von Minikus Night Market noch zeigen, wenn ich damit durch bin. Und das wird auch diese Woche, denke ich mal, noch kommen, das Video. Ansonsten machen wir jetzt normal weiter mit dem Fae Farm Let's Play und ja, jetzt kommt der nächste Part. Ich freue mich sehr drauf. Wir wollen heute die Waffen erweitern und ja, auf jeden Fall im Schneegebiet ein bisschen farmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Let's Play, also bei diesem Part. Wir legen los. Let's go. Ich habe halt jetzt durch diese Pause schon mega lang nicht mehr hier reingeschaut. Ich kann ja das noch nicht. Nee, das geht noch nicht. Dann muss ich das definitiv bald verbessern. Wo kann ich eigentlich die reinmachen? Die brauche ich doch hundertprozentig für diesen Trank. Hier ist Saphir-Siegel. Okay, wir gehen jetzt mal runter. Was kann ich für dich tun, Dodo? Mal gucken, was hier nochmal war. Okay, also er hat nichts für mich. Ich weiß ja noch nicht, wie ich diesen Anti-Brand-Trank mache, glaube ich. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur den Hitzetrank. Aber ich brauche ja wirklich diesen Anti-Brand-Trank, glaube ich. Da muss ich noch gucken. Vielleicht hat da irgendwer Informationen für mich. Was ist denn eigentlich die nächste Hauptaufgabe? Ernte Frostdisteln. Was waren nochmal Frostdisteln? Stimmt. Schneeballschlacht ist angeschlagen. Stimmt, das war ja meine Fähigkeit, die ich erlernt habe. Tut mir leid, ich habe jetzt auch durch diese Pause und dass ich krank war, extrem lang nicht mehr Fae Farm gespielt. Extrem lang ist zwar auch nur ein paar Tage, aber es ist für mich auf jeden Fall lang. Gucken wir mal. Hier brauche ich mal kurz den Strudel. So. Was habe ich da jetzt? Süßkartoffeln. Oh, cool. Dann machen wir gleich mal ein paar Süßkartoffeln. Ah, das sind die Fenchelsamen. Ah. Süßkartoffeln. Oh, süß. Die sehen ja wirklich genau aus wie Süßkartoffeln. Besser könnte man es nicht treffen. So, genau. Ich wollte mal gucken, ob ich Silberbahn habe, weil ich möchte meine Sachen erweitern, meine Werkzeuge. Aber nee, habe ich gerade nicht da. Zumindest kein Silber. Vielleicht habe ich ja noch Silberbahn hier. Verfeinerte Waren. Ja, 6 Stück. Aber ich glaube, da geht sich dann nur eine Verbesserung aus. Oder brauche ich 3? Wir werden gucken. Wir gehen mal zu Cinder und fragen sie mal, was ich dafür alles brauche. Ah ja, apropos. Da gucke ich jetzt mal. Da kann ich die Frostdinger reinpacken. Ja, ah nee, die Winterschnecke. Ah, die Winterschnecke ist aber nicht dieses Frostding. Wo sind denn die? Brauche ich dann ein neues Aquarium? Also nicht Aquarium, sondern Terrarium? Wahrscheinlich. Hier! Unentdeckte Station. Erhältst du Ressourcen vom Bergtierchen. Voll. Ah, jetzt weiß ich, wie Frosties dann aussehen. So blau. Jetzt weiß ich, wonach ich suchen muss. Sehr gut. Blaues Gewächs.
Weil mir wurde die nicht gezeigt. Ich wusste bis jetzt nicht, wie die aussieht. Okay, Cinder, Cinder, Cinder. Cinder, kannst du mir bitte meine Axt oder so verbessern? Das wäre ein Traum. Und ich stelle mich hier direkt auf den Tisch. So, ja, genau. Hier brauche ich das. Ja, hier ist Silberbahn. Ich hatte es richtig im Kopf. Oh mein Gott, mein Gedächtnis. Es überrascht mich. Auf jeden Fall kann ich die Axt verbessern. Das ist gut, dann kann ich wenigstens schon mal die Bäume von oben holen. So, und was ist mit Ferrit und so? Habe ich jetzt nicht mit. Doch. Okay. Okay, ich baue noch Ferrit für die Gießkanne und ganz, ganz viel Silber. Das ist eine Mission für heute. Das machen wir heute. Das ist nämlich wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich das alles kriege. So, du kommst mit. Oh. Himmelsfalter. Das brauche ich nämlich wirklich dringend. Ich gucke auch mal in die Apotheke vorbei, was die so haben. Aber mich würde es wundern, wenn die diesen Hitzetrank hätten. Aber ich guck mal nach. Nachgucken können wir ja immer. So, was hast du für mich? Na, die hat nicht mal jetzt den Schneetrank. Naja, nicht schlimm. Die ist cool. Arbeitszimmertapete. Die gefällt mir. Wow. Mein Setup hat jetzt auch die Farben grün, orange und rosa. Also, orange. Finde ich richtig, richtig cool, die Farbkombi. Ist mal was anderes, finde ich. Und falls ihr mein Setup übrigens mal sehen wollt, könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Da zeige ich das immer, was ich so gestalte hier. Oh, und der grüne Hartholzboden ist auch cool. Und die Waben auch. Oh, minzgrün karierter Fußboden. Oh Gott, polierter Smaragd und Lehm. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss zu dir. Du hast coole Fliesen. Für mein Badezimmer. Ich meine, ja, das blaue Mosaik ist auch cool, das wir letztes Mal gemacht haben. Aber grün, Leute. Es ist grün. Grün ist meine absolute Lieblingsfarbe. Ich muss alles haben, was grün ist. So, du kommst auch mit. Himmelslibelle. Wo sind denn eigentlich meine Lover? Ich will jetzt auch mal heiraten. Ich guck noch mal kurz, wo die sind. Oh, falsch. Minus. Wo sind meine Lover? Pyria ist hier. Und Namaschal? Namaschal? Der ist da oben im Elfendorf. Was macht der denn da? What is he doing there? Namaschal? Wahrscheinlich spazieren gehen oder so. Was? Pyria ist in der Bäckerei? Machen die im Winter andere Dinge? Das kann sein. Oh, es ist hier auf den Tee gegangen, ja, weil es so kalt ist draußen. Hi, du bist so süß, Sonnenschein. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Oh. Na, ist das cute. Kaum war der Hafen wieder geöffnet, nahm ich auch schon das erste Schiff nach Azoria. Dieser Ort ist wie aus einem Märchen, viel besser als zu Hause. Das ist gut, dass du hier hingekommen bist. Das freut mich auch umso mehr. Boah, ich weiß nicht, auf wen ich mich entscheiden soll. Ich weiß es halt wirklich nicht. Sie sind beide so cute. Man kann ja beide daten, aber glaube ich nicht beide heiraten, oder? Kann man überhaupt heiraten? Nee, ich glaube schon. Aber daten kann man sie nicht beide. Deswegen. Ich gehe mal kurz zu Namaschal auch. Ah ja, kann ich nicht. Stimmt. Da muss ich ja an so einem Siegel stehen. I get it. Naja, dann muss Namaschal halt warten. Dann gehe ich jetzt die Frosthiesel suchen. Die wird ja hier oben irgendwo sein. Oh, habe ich nur noch Frosttränke? Brauche ich ja gar keine mehr, oder? Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt, ob ich welche brauche. Nee, brauche ich nicht. Sehr gut. Sind das Frostdisteln? Wenn ja, dann kann ich die ja nicht ernten. Was macht der Charme aus? Nee, das geht nicht. Die Sichel ist nicht stark genug. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das die Disteln sind.
Die sehen nämlich so blau aus. Ah, Mist. Was gibt's? Ich bin schon lange in diesem Tal. Mal gucken, was du da hast. Ja, die hat nichts Brauchbares. Mist, okay, dann machen wir das einfach jetzt so, wie ich mir das sowieso überlegt habe, mit den Werkzeugen. Ich glaube, das sind die Disteln. Bin mir ziemlich sicher. Ja, also was wär's sonst? Ach ja, jetzt habe ich eine bessere Axt. Die ist noch immer nicht stark genug? Oha. Und für das hier? Ah, das geht. Okay, uralt Baumstamm. Oh, neue Sofa-Lounge. Wow. Oh, cool. Freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Gestaltungspart, wenn wir richtig viele neue Sachen machen können. Und ich endlich mal genug Loot habe, um alles herzustellen. Ich glaube, ich muss aufcam mal ein bisschen looten, damit wir da mehr mit anfangen können. Aber die Sichel gehört auf jeden Fall verbessert. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass das diese Disteln sind. Ich meine, sie sehen jetzt nicht so distelhaft aus. Naja, obwohl sie haben Stacheln. Doch. Irgendwie schon. Moltebeeren. Da habt ihr mir auch nicht sagen können, was das ist, weil ich habe das noch nie gehört. Gibt es denn echt Moltebeeren? Wenn ja, was ist das und wo wächst das? Oder hat das, kennen wir das unter irgendeinem anderen Namen oder so? Na komm schon. Mädchen, hoch. Du schaffst das. So, dann gehen wir mal ins Feenacker. Da habe ich ja auch noch meine Tierchen, die ich versorgen muss. Und ich brauche ganz dringend diese Seide von denen. Da muss ich mir auch unbedingt neue Tierchen holen. Mhm. Hallo Nele. Dankeschön für deine Seide und die Sprickernblätter. Hallo Izzy. Hi. So, Essen haben die genug? Sehr gut. Oh, hat die gerade gefaucht? Hat sich so angehört. Ich habe nichts gemacht. Oh, die Blumen sind fertig. Wow. Okay, wir warten darauf jetzt, dass sie sich vermehren und ich dann die gezüchteten Blumen kriege. Die wachsen dann immer in der Mitte, die gezüchteten. Ah, stopp. Einmal noch ins Lager, ganz wichtig. Wo war denn das nochmal? Hier. Ich habe richtig viel Zeug, das ich loswerden will. Was ist denn das? Keine Ahnung. Mana-Trinke, die brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Die auch nicht, die auch nicht, die auch nicht, die auch nicht, die auch nicht. Das auch nicht. Käse! Oh. Ah, das ist vom Kochtisch. So, dann gucke ich mal, was ich hier für Tränke habe. Alchemie. Das sind diese Wirbelsturmtränke. Ja, ich würde jetzt eher ein paar Unsichtbarkeitstränke mitnehmen, weil ich ja nur farmen gehe. Dann mache ich ein paar von denen. Ja, die sind eh schnell fertig. Habe ich hier Samen? Nee, schade. Könnte ich mir welche holen? Hast du Samen für mich? Er hat auch die ganz normalen Samen. Naja, dann kaufe ich mir dennoch welche. Ich habe hundertprozentig Samen im Inventar. Egal. Davon wahrscheinlich auch. Ist ja egal.
ein bisschen Geld vom Fenster rausgeschmissen. Wer kennt's nicht? Oh, alles anpflanzen. Ich habe einfach zufällig genau genug Samen gekauft. Echt jetzt? Ich habe jetzt nicht irgendwie gewusst, ich habe so und so viele Felder. Ich muss da auch mal schaffen. Ich habe einfach genau die Anzahl gekauft. Achso. Ja, stopp. Es ist schon wieder so spät. Mist, dann gehe ich morgen in die Mine. Dann gehe ich eben morgen. So, da kommt mal was drauf. Und da, und da, und da, und da, und da, und da, und da. Habe ich noch mehr? Ist jetzt schon ein bisschen wenig. Schon ein bisschen sehr wenig. Nee, ich habe nicht mehr. Aber ich habe Fröstrüben. Brauchte ich dich nie irgendwie? Hier, guck mal, wie viele Samen ich habe. Ich hätte wirklich keine kaufen brauchen. Aber Sassy muss wieder was kaufen. Ja, so ist es halt. Dämmerschatten. Kommt her, meine Insekten. So, ich werde dann gleich ins Bettchen gehen. Damit wir morgen frisch ausgeruht in die Mine können. Komm her! Ja, Pilzbuddy. Oh, ich sollte auch mal fischen. Ja, es gibt so viel zu tun. Es ist halt einfach wirklich schwierig. So, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, Fischi. Kenne ich den schon? Sieht fancy aus. Komm, Fischi, Fischi. Komm. Oh, der ist ein bisschen hartnäckig, aber keine Chance. Ist es eine Regenbogen? Nee, kann keine Regenbogenforelle sein. Ein bemalter Kugelfisch, den hab ich schon? Kann ich mich nicht dran erinnern. Wirklich nicht. So, kommt mal hier raus, auch wenn es schon spät ist. Aber ihr müsst doch mal nach draußen kommen. Hä? Ist schon zu spät. Oh. Ups. Die Tränke. Habe ich jetzt die Tarntränke? 4 Tarntränke? Ich dachte, ich könnte nur 3 machen. Na cool. Ich gehe hier schlafen, dann spawne ich eh automatisch drüben und habe das Auge. Und gute Nacht. Ich musste auch mal wieder Sachen verkaufen, um ein bisschen Geld zu bekommen, weil ich habe schon wieder fast kein Geld. Und ich brauche Geld, um meine Sachen zu erweitern. Mal gucken, wie viel ich für so Mario und so kriege. Weil ich könnte halt hier... Ich kann halt hier wirklich viel Mayo machen. Okay, nee, kann ich nicht. Ich brauche 20 Eier für eine Mayonnaise. Das ist heftig viel. Das ist wirklich viel. Naja, wir machen mal. Übrigens, das haben wir ja letztes Mal gemacht, mein Schlafzimmer hier. Ich finde es auch immer ultra süß geworden. Und hier haben wir angefangen, das Badezimmer zu machen. Ich habe ja noch keine Badewanne und keine Dusche oder so. Aber es wird. Und ich finde, es wird wirklich mega schön. Man kann hier so viele süße Sachen machen. Ich möchte auch noch eine richtige Lounge machen und so. Das wäre auch noch richtig cool. Und wir gehen jetzt frisch in die Mine. Aber wait a second. Ich hole mir hier noch ein bisschen Essen ab. Und zwar... Das hätte ich vorher schon reinschmeißen müssen. Oh, was ist denn das? Kritische Chance. Nein, ja, wieso nicht? Ja, Tohuwabohu-Kuchen. Enthält keine echten Tohuwabohus. Ah ja, das war ja das, wo ich gesagt habe, das ist wie Ameisenkuchen. Enthält keine echten Ameisen. Aber ich bin auch von meinen Eltern früher immer verarscht worden. Ich habe heute Morgen frisch die Ameisen von draußen vom Garten geholt. Und wie ich das geglaubt habe.
Oh Mann, wenn man noch Kind ist. Ich könnte hier ein bisschen was verarbeiten. Dann kann ich wieder mehr Bären machen. Hier. Mit der Blume auch. Machen wir auch ein paar. Schaden tut's ja nicht. So. Essen eingepackt. And let's go. Tasche nochmal leeren. Und dann heißt die Mission Ferit und... Ferit und... Na komm schon. Ferit und Silber. Ah. Mein Gedächtnis. Es ist noch nicht ganz so auf der Höhe. Aber wann war es das überhaupt? Also ich bin ja wirklich immer verpeilt. Es ist halt wirklich so. Aber das mögt ihr ja an mir. Zumindest schreibt ihr mir das immer. Ich habe keine Mana-Tränke, oder? Habe ich Mana-Tränke mit? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Doch, ich habe einen. So, das ist ja Ferit, oder? Ja. Das ist eh hier, wo die noch nicht lästig sind. Wo sie mich nur gruselig angucken. Naja, Kohle brauche ich auch mal ein bisschen was. Wie viele Mana-Tränke habe ich denn? Oh, 4! Easy. Easy going. Ja, voll gut. So, ab wann kommt Silber? Ich werde dann gleich mal gucken. Silber kommt ab... Ab hier. War sehr gering. Ja, dann gehe ich mal zu Silber. Weil da habe ich eh Ferit auch. Hier zu gering. Das ist halt schon gefährlicher. Aber wir kriegen das schon hin. Einfach einen Unsichtbarkeitstrank einflößen. Und einfach nie zuhauen. Dann kann einem nichts passieren. Dann kann einem nichts passieren. So, natürlich Rosenquarz auch mitnehmen. Der bringt nämlich eine Menge Kohle. Aber die hier, die sehen mich halt trotzdem. Die sind so gruselig. Die sehen mich halt wirklich. Diese gruseligen, gruseligen Teile. So, wo war noch was? Da nicht... Die andere Seite dann. Man kann sogar in die reinrennen und die tun einem nichts. Man darf nur nicht zuhauen. Ja, das geht so gut. Leute, ich kann euch das nur empfehlen. Macht das. Macht das mit dem Tarntrank. Das ist so praktisch. Dann habt ihr den ganzen Stress nicht mit dem blöden Tohuwabohus. Ich konnte. So, da bin ich. Muss ich kurz aufpassen, wenn ich mich dann enttarne, werde ich natürlich instant angegriffen werden. Das macht ja nichts, ich kann ja noch ausweichen. Und wenn mich die ein, zweimal hitten, ist ja auch egal. So, da war, glaube ich, noch was. Genau. Oh. Ja, genau das meinte ich mit Enttarnen. Und sie sehen mich nicht. Wisst ihr, ich war da gerade noch. Ihr habt mich attackiert. Und dann denkt ihr euch so, hä? Jetzt ist sie weg. Hm.
Okay, spielen wir wieder weiter. Also die Tohuwabohus sind nicht die intelligentesten Wesen hier in Azoria. Definitiv nicht. Perfekt. Nächstes Level. Das geht gut. Damit haben wir bald unsere tollen neuen Werkzeuge. Okay, das ist das erste Level, wo diese lästigen Viecher auch einem hinterherlaufen und am Popo hängen. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich die Musik hier sehr liebe? In allen Areas. Es gibt keine nervige Musik hier. Ich finde die wirklich sehr cool. Ich meine, man könnte das vielleicht nervig finden hier, diese Melodie. Aber ich finde die immer noch sehr cool. Und ich habe jetzt schon einige Stunden hier in der Mine verbracht. So, wo gab's noch was? Irgendwo gab's doch noch was in Angebot. Hier. Haha. Hm. Okay, jetzt habe ich den kritischen Treffervorteil. Mal kurz ausprobieren. Geil! Aua. Ja, ich glaube schon, dass das was bringt. Oh oh, oh oh, nein! Oh, das war so knapp. Du warst einfach im Weg. Der Arme. Treibende Ruinen, Stufe 14. Gut, dann hole ich mir wieder mal kurz einen Zahntrank. So. Gibt's hier schon so vier? Nee. Schade. Brauch definitiv noch viel Silber. Ich bräuchte ja, glaube ich, 60 mal 3. Hundertachtzig Stück Silber. Aber ich habe ja schon Silbersachen. Ich habe erst 20. Das ist noch viel zu wenig. Okay. Naja. Aber wieso wächst denn hier nichts? Also wächst. Weil ja auch Silber wächst. Boah, ich fall fast runter. Das ist echt manchmal richtig knapp. So viel Silber ist hier nicht. Naja. Es kommen halt immer nur zwei raus. Das ist richtig belastend. Wieso kommt da nur so wenig raus? Haben wir hier ein bisschen mehr? Silber, Mittel, okay. Da ist auch Mittel. Und da ist sehr hoch. Und da auch sehr hoch. Okay, dann gehe ich mal in Ebene 17. Da muss ich nicht so lange suchen. So, ich bin nicht mehr getarnt.
Das ist mein letzter Tarntrank. Brauche mehr Tarntränke. Okay, dann holen wir die Saphire auch gleich. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Okay, hier. Es sind halt auch immer nur zwei drinnen, weil, glaube ich, meine Spitzhacke noch nicht so... Ja, das ist nur eine Ferrit-Spitzhacke. Und noch keine Silberspitzhacke. Das ist natürlich doof. Ey, aber so häufig ist das jetzt auch nicht. Nicht häufiger als bei dem anderen. Bei der anderen Mine. Give me the silver. Ey, das ist wirklich nicht oft. Okay, jetzt habe ich wenigstens 40 schon mal. Meine Tarnung ist gleich weg. Kein Bock da drauf. Okay, ja, da haben wir noch was. Da haben wir noch einiges. Okay. Oh, meine Tarnung. Ui. Nein! Ich habe nichts mehr zu essen? Oh, das ist ja richtig dumm. Ja, okay, dann muss ich das jetzt hier abbrechen. Das ist wirklich dumm. Schade. Muss ich morgen nochmal kommen. Ist halt so, kann man nichts machen. Achso, ich bin ja auch zu müde für das, oder? Ah nee, das geht ohne Energie. Schattenfee und Sonnenfee. Und noch eine Schattenfee. Oder ist das eine Nebelfee? Ich kenne die noch immer nicht auseinander. Okay, wir werden es wohl nie erfahren. Ab nach Hause. Okay, wir haben zumindest ein paar gefunden. Ich kann die Sichel ja erweitern. Was gut ist, weil dann habe ich wenigstens das mal und kann die Frostdiesel herstellen. Boah, es ist richtig neblig, seht ihr das? Es ist richtig krass neblig. Voll düster hier. Ha, cool. Und vielleicht verkaufe ich mal ein, zwei Sachen. Kann ich polierte Dinger herstellen? Oh ja, kann ich. In der Tat kann ich das. Da kann ich auch zwei machen. Dann kann ich die morgen verkaufen. Und bis dahin hole ich mir noch ein paar andere Sachen. Ich könnte ja ein bisschen Essen verkaufen. Kochen? Ah, der Honig ist so selten. Verfeinerte Waren. Mal gucken, was ich für den Käse bekomme. Und für das hier. Da müsste ich ja eigentlich ziemlich viel davon bekommen. 135, tatsächlich. Ja, da kriegt man schon einiges davon. Also dafür. Deutsch. Ja, das verkaufen wir auch mal. Ja, cool. Also natürlich, nichts geht über die Edelsteine, ist ja klar. Aber man kriegt trotzdem einiges. Finde ich cool. So, dann gehen wir mal schlafen. Oh, ich liebe das Schlafzimmer. Es ist so schön. Es ist echt beautiful. So. Cinder, heute habe ich Arbeit für dich.
Ich sollte auch meine Tiere mal wieder besuchen. Kann ich die eigentlich rausholen? Ah ja, stimmt. Das haben wir ja letztes Mal schon geklärt. Die können auch im Winter raus, was ich sehr cool finde. Weil oft ist es in Farming Games so, dass die Tiere im Winter, den ganzen Winter über drin bleiben. Und es ist ja jetzt nicht so, als würden wir irgendwie in einem steilen Hang wohnen. Die Tiere können ruhig rausgehen im Winter. Ich meine, sie können ja auch freiwillig wieder zurück. Also ist es ihre Entscheidung. Und ich glaube, sie können das selber entscheiden, ob sie draußen sein wollen oder nicht. Versteht ihr mich? So, ihr kommt auch mal raus. Ihr alle. Oh, wollte ich nicht. Oh ja, jetzt haben sie wieder Angst vor mir. Scheren. Level 13 einfach schon bei den Tieren. Boah. Mia wird gemolken. Und Mona wird gemolken. Und das eine Schaf ist einfach da oben. Was machst du denn da? Sunny auch noch? Bist du Wenke? Ja, habe ich dich doch erwischt. Wolltest schon abhauen hier. Ich habe gerade gesagt, wir wohnen ja nicht am Berg oder an einem Hang oder so. Und sie stellt sich einfach dahin. Aber sie ist ja ein Schaf, sie kann das. Sie ist ja ein Wollhorn. Wollhörner sind ja trittsicher. Zumindest glaube ich das. Ja, Hühnchen. Hühnchen will gestreichelt werden. Der Johann. Johann will einmal Liebe haben. Einmal Liebe für Johann. So. Wasser alle. Das ist doof. Ich hab da was. Zwar nennt sich das Brunnen. So. Brokkoli kommt da raus. Ja, ist irgendwie eigentlich logisch, wenn da Blumenkohl wächst, dass da Brokkoli rauskommt. So. Die Rübensämchen, die holen wir uns. So. Sorry, Süßkartoffeln. So. Und die Dinger hier. Oh, sind noch gar nicht fertig. Aber ist nicht schlimm. Habe ich hier noch welche? Verfeinerte Waren. Ja, zweimal Silber. Nehmen wir mit. Und Ferrit habe ich auch ganz schön oft. Aber halt nicht so viel Geld. Vielleicht verkaufe ich dann doch noch meinen Saphir. Und hier, die. Dann muss ich doch noch bis morgen warten. Dann habe ich genug Geld für alles. Ich glaube, 2500 kostet eine Silberverbesserung und das ist ziemlich viel. Dann müssen wir hier gucken, dass wir was verkaufen. Die Kosten sind hart. Die sind in der Tat sehr, sehr hart. Fällt gerade auf, dass man für Ferritbarren einfach 200 bekommt. Das ist nicht wenig. So. Genau. Du kannst mir einmal... Ja, 2500. Oh. Unentdeckter Gegenstand. Ha, Orichalkum. Na, sowas. Okay, dann machen wir mal die Gießkanne. Hallo, Jack. Nein, ich will auf kein Date gehen, sorry. ja, dann gehen wir nochmal in die Mine, weil wir brauchen Geld und noch mehr Silber und noch mehr Edelsteine. Ihr wisst, was ich meine. Eieiei. Es ist gar nicht leicht, hier zu überleben. So. Oh.
Wollte ich nicht, aber ich habe eine mega gute Schaufel. Naja, also, wir brauchen Mana-Tränke. Ja, da machen wir mal was. Wir brauchen Klecksklumpen und dieses ganze Zeug. So, bitteschön. Was brauchen wir denn für die Unsichtbarkeitstränke? Flatterstaub. Ich habe keine Flatterstaube. Ich habe sowas nicht. Doch, warte mal, den kriege ich ja hier. Ha. Da kriege ich jetzt richtig viele. Hoppla. Einer noch. Da kriege ich jetzt richtig viel Flatterstaub. So, und ich kann was herstellen. Mana-Tränke habe ich ja jetzt. Hier, zwei sogar. Yay. Yeah. Was ist das? Bei Nahkampfangriffen wird ein Teil der Zugewinnung zur Heilung verwendet. Ah ja, stimmt. Ja, das wäre dann für die andere Mine sehr interessant. Brauche ich einen für einen großen Flatterstab und unentdeckter Gegenstand. Das ist überhaupt nicht unentdeckt. Das ist doch das gewesen. Das habe ich doch schon zubereitet, oder? Habe ich nicht? Habe ich nicht? Ah, das ist anscheinend was anderes. Hm. Wahrscheinlich aus irgendeiner Frucht was anderes. Also aus einer Frucht, sage ich, aus einem Gemüse. Hm. Stahlschneideklee. Hm. Naja, auf jeden Fall haben die schon wieder geliefert. Oh Gott. Die haben einfach schon wieder geliefert. Da kann ich noch einen machen direkt. So, und dann gehe ich hoch und gehe wieder in die Mine. Ja, ihr Süßen. Ja. Gut. So, ich brauch Silber. Silber, Silber, Silber. Let's go. Habe ich Platz? Nee. Nee, habe ich nicht. Ich habe meinen Platz im Inventar. Das ist einfach furchtbar. So, Tarntrank ist da. Mana-Trank, das passt schon. Und ein Huhn, das mir schon wieder nachläuft. Können mich die Hühner einfach mal in Ruhe lassen? Die haben ja eigentlich diesen begrenzten Bereich. Ich weiß, dass sie sich nicht immer 100% dran halten, aber meine Tiere halten sich halt nie dran. Die laufen mir einfach immer nach. Hm. So, wo ist Silber oft? Hier, sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Wieso bin ich nicht gleich hier hingegangen? Das war wieder blöd. Egal. So, Tarntrank. Hallo. Dieses Schluckgeräusch jedes Mal ist... Niemand schluckt so. Niemand. Ich nehme definitiv Saphir mit. Da kriege ich gute Edelsteine raus. Ich habe Essen vergessen. Manchmal ärgere ich mich auch über mich selber. Sehr. Wieso habe ich das Essen vergessen? Jetzt kann ich ja wieder nur ein bisschen was machen. Naja. Ein bisschen was ist immerhin auch was. Thank you.
Gott. Frag mich, wann ich das nächste Mal runterfall. Gib mir das Silbererz. So. Ich bin nicht mehr getarnt gewesen. Meine Tarnung! Ich bin enttarnt! Die Tarnung ist aufgeflogen! Niemand schluckt so. Give me the silver. Boah, ich muss echt die Hacke besser machen. Aber ich muss auch die Sichel besser machen. Deswegen sind wir heute hier in diesem Part, um diese Dinge zu machen, um diese Dinge zu erledigen. Das war der Sinn von diesem Part, falls ihr euch das gefragt habt. So, und das war's jetzt mit mir, weil ich habe keine Energie mehr. My energy is low. Kann ich mit Mana noch was machen? Nee. Ja, schade. Goodbye, Leute. Hat mir Freude bereitet, bei euch zu sein. Aber ich bin selber zu doof, um mir Essen einzupacken, also bin ich selber schuld. Wer geht auch in eine Mine und packt sich kein Essen ein? Macht halt auch niemand. Bis auf mich. So, mal gucken, was ich mit dem anfangen kann, was ich habe. Aber von der Uhrzeit her ist es gut, weil jetzt kann ich wenigstens heimschlafen gehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich die Zeit übersehen. Naja. So. Einen, wow. Ich kann einen herstellen. Weil ich keine Kohle mehr habe. Oh. Mann, das ist mies, aber dafür koche ich gleich mal was. So. Ich bin ein Feinschmecker, das gefällt mir. So, koche ich da mal was. Da. Hier, da kann ich richtig viel kochen. So. Boah, plus 120 einfach. Hm. Ja, mache ich mal einen Tohuwabohu-Kuchen. Why not? So. Morgen kriege ich dann ganz viel Geld. Kann ich übrigens einen Saphir machen? Habe ich da genug mitgenommen? Ja, einen mache ich. Hm. Naja, dann gut's Nächtle, Leute. Gut's Nächtle, schlaf gut. Ah ja, bei deinem Küchentisch kann ich noch vorbeigucken. Da kann ich noch ein paar Dinge machen. Hier und da und eine Mayo. Packe ich ein und das verkaufe ich alles noch schnell, weil da kriege ich wirklich recht viel Geld. Weil, kann ich die essen? Oh, nee, wartet mal. Ich kann die ja weiterverwenden, oder? Wartet. Wait a minute. Ich weiß, ich muss meine Küche erst machen. Aber brauche ich dafür... Naja, Honig, gut. Mehl. Butter. Milch, nee. Nicht so. Käse, doch, doch, doch. Die verarbeiteten Gegenstände brauche ich auch hier. Käse. Aber erstmal werde ich die verkaufen. Bin gerade noch nicht so ein Gourmet und verkoche die weiter. Ich meine, dann würde ich halt noch mehr Geld bekommen wahrscheinlich, weil... Da macht das wirklich, also in Fae Farm macht es wirklich Sinn zu kochen.
Da kriegt man wenigstens was für den Zeitaufwand, den man ins Kochen steckt. Das ist halt wirklich so. In anderen Farming-Games ist das eigentlich nie so. Bei den Fae-Farmen lohnt sich das, wenn man die Sachen wirklich weiterverarbeitet und richtig krass kocht. Wenn das in einem anderen Farming-Game auch so ist, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Aber da fällt es mir halt am krassesten auf. Okay, 4000 knapp habe ich bekommen. Ist okay. Hätte schon mehr sein können, aber ist es halt nicht. Ja, ist es halt nicht. So, die klatsche ich hier gleich wieder rein. So. Und das hole ich. Sorry, Leute. Und die Teile hole ich auch. Ich brauche Kohle. Kohle brauche ich. Kriege ich halt in der anderen Mine. Achso. Ja, kriege ich in der anderen Mine. Kriege ich überall, aber da kriege ich halt auch gute Edelsteine. Laden öffnen. So, meine Liebe, du verbesserst mir mal kurz die Sichel. Die Spitzhacke machen wir danach, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen dumm war. Aber wisst ihr was? Nee, war nicht dumm. Ich meine, Gott, wie sie klingt. War nicht dumm, wisst ihr wieso? Wir gehen jetzt in die kleine Mine. Die kleine Mine. Oh, eine Schnecke. Wir gehen jetzt in die kleine Mine und holen uns da ein bisschen Kohle und ein bisschen Topas oder so. Und dann haben wir ja wieder Edelsteinmaterial und Kohle und können dann sofort die Spitzhacke verbessern. Also ja, es ist ein Plan. Der Plan ist da. Und dann gehen wir noch hoch und holen uns die Dieseln. Aquamarin-Topas. Wir holen uns Topas, weil wir geben uns mit Aquamarin nicht zufrieden. So. Topas, Topas, Topas. Hallo. Bisschen Eisenerz hat auch noch nie geschadet. Ja, ich habe keinen Bock auf dich. So gar nicht. Das ist das, was ich suche. Oh, yes. Nee, ich habe gar keinen Bock auf euch. Ich weiche euch einfach aus. So sieht's aus. So, rein ins kühle Nass. Und springen. Woo! Habt ihr diesen Köpfler gesehen? Der war doch wunderschön, oder? Einen Daumen hoch für diesen Köpfler, bitte. Ja, ja. Die sind mir eh zu langsam, diese Tohuwabohus. Da kann ich gut ausweichen. So. Ausgetrickst. Ah, die hasse ich aber. Oh, wie viel Eisenerz einfach. Geht mal weg. Verzieht euch. Niemand mag euch. Genau deswegen sind sie ja auch so böse geworden. Traurig. Oh, das war Stein. Aua. Was ist denn Kohle? Kohle ist noch schwärzer. Hui. Oh. Oh. Das war nicht so pretty. Ja, schieß deine Kanone woanders hin. Oh, da ist schon Level 25. Upsi. Wo ist denn noch Kohle? Da.
Der schießt mich hier fest ab. Kommt nicht in Frage. Da gibt's keine Kohle mehr. Ich habe noch ein bisschen zu wenig. Gehe ich noch hier hin. Oh. Aquamarin im Überfluss. Nice. Der hat mich voll getroffen. Die mit ihren Saltos, die sind so süß. Oh, der war knapp. Hast mich nicht getroffen. Knapp daneben. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, sollte jetzt eigentlich reichen, oder? Ein paar Edelsteinchen haben wir auch. Level 16. Voll ins Gesicht. Ouchi! Böse Elefanten. Kanonen. So. Koralle, Koralle, Koralle. Oh. Hübsche Dinge liegen hier am Boden. Ab ins Dodo-Nest. Und dann haben wir Silber. Genug Silber, um die Spitzhacke auch zu verbessern. Und dann kriege ich ja auch mehr Silber, wenn ich nochmal in die andere Mine gehe. Aber ich glaube, das werde ich off-cam machen, dass ich Silber im Überfluss sammle. Aber wir gehen jetzt nochmal hoch, weil das lässt mir keine Ruhe. Ich will... Oh, stopp. Vorher noch die Edelsteine rein. Aber ich will die Frostdistel in dem Part noch finden. Was habe ich gesammelt? Das hier? Naja. Recht viel war es nicht, aber naja. Ein bisschen was. 8 Steinchen. Ist okay. Ich will diese Frostdistel. Ich brauche sie. Schneeballschlacht ist angesagt. Was war das nochmal für eine Quest? Ja, es ist die Frostdistel. Definitiv. Oh, Aufgabe bereit zur Abgabe. Frieda. Ah, Frieda. Ja, Frieda, du kriegst die. Ich glaube, kommt sie dann mit dem Trank? Hoppla. Gute Frieda. Wo ist sie denn? Da. Kommt sie mir dann mit dem Trank oder war das was anderes? Wir werden es herausfinden. Eine Königin. Rein in den Sack. Du auch. Flatterstaubli. Frieda. Was hast du so Schönes für mich? Frieda ist doch auch in der Schenke. Immer wieder dasselbe. Alle sind sie immer bei der Bar. Nee, Frieda steht ja immer hier. So, schön dich zu sehen. Schneeballschlacht ist angesagt. Oh, Liebes, ich war so besorgt. Du warst so lange weg und dann wehte eine seltsame warme Brise aus dem Norden. Ein Frostgeist? Nun erzähl mir doch alles bei einem erfrischenden, eisgekühlten Tee. Oh, Herzchen, du siehst aus, als hättest du gerade einen Kampf gegen den Wind verloren. Hast du die Frostdistel gefunden? Yes. Aufgabe? Ich hätte gehofft, dass du bei deinen Abenteuern auf ein paar Frostdisteln stoßen würdest. Ja, hier, nimm sie. Oh, 8000? Ich krieg 8000 Florin. Oha, willkommen zurück, Liebes. Wie war deine Reise in den Norden? Vielen Dank, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich hoffe, das hat dir keine zu großen Umstände bereitet. Aber der Schneesturm hat aufgehört. Das hat es bestimmt leichter gemacht. Ein Frostgeist, nun erzähl mir... Ja, ich erzähle es dir. Wir trinken auf deinen Erfolg, Dodo. Prost, auf meinen Erfolg. Woo. Jetzt ruh dich schön aus. Du hast einen großen Tag hinter dir. Ich bin sicher, dass Azoria deine Hilfe zumindest für eine kurze Weile nicht brauchen wird. Stopp. Ich will diese Tränke haben.
Kapitel 6 abgeschlossen. Stopp, 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 stopp. Ich will wissen, wie man diesen Trank macht. verfallene Farben, Magie. Magie war das doch. Nein, es war keine Magie. Oh Gott. Verlieskunde? Nee. Rohstoff? Nein. Verfeinerte Waren? Nee. War es das? Waren es verfeinerte Waren? Nö. Essen und Getränke? War es auch nicht? Hä? Was übersehe ich denn gerade? Hä? Wo waren denn die? War doch Magie. Doch, hier ist es ja. Ach, blind. Zu blind bin ich. Glas und Bienen, mittelgroßer Gegenstand, unentdeckter Gegenstand. Flammenblütentrank. Erzeugt eine Aura aus 3 Flammenkugeln, die allen Tohuwabohus, die sie berühren, leichten Schaden zufügen. Oh mein Gott. Blasentrank. Mana-Kraft. Hier ist ein Heilungstrank. Das ist der Wirbelsturmtrank. Gibt's einen Hitzetrank? Schutz vor Dornen. Wozu brauche ich Schutz vor Dornen? Traurigkeitstrank. Oh nein, eine kleine Regenwolke verfolgt den Spieler. Oh. Aber damit kann man halt gießen. Glückstrank. Aber ich frage mich, reicht da der Hitzetrank? Wir sind schon wieder in Überlänge. Leute, wir sind schon wieder in Überlänge. Aber ich glaube nicht, dass der Hitzetrank da reicht. Wisst ihr was? Ich werde das rausfinden und wir werden uns das im nächsten Part angucken. Ich möchte nämlich, dass dieser Part pünktlich online kommt. Das wird eh knapp, aber ich möchte das auf jeden Fall schaffen, weil ja jetzt eben 2 Tage kein Video kam. Und ja, deswegen muss der pünktlich online kommen. Und ja, das war's mit diesem Part, Fae-Farm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid noch alle da, jetzt wo die Videos ausgefallen sind. Ich hoffe, ihr guckt alle das Let's Play noch. Auf jeden Fall könnt ihr mich unterstützen, indem ihr Daumen nach oben gebt, indem ihr abonniert. Ich weiß, 60%, über 60%, die meine Videos regelmäßig gucken, haben nicht abonniert. Und ich verstehe nicht, warum, weil es kostet euch nichts. Macht es einfach mal. Abonniert einfach mal. Das würde mir sehr, sehr helfen. Also tut es. Vielen Dank dafür. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob morgen ein Video kommt oder nicht. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dann wisst ihr Bescheid. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Part. Und dann finden wir raus, welchen Trank wir brauchen, um die dritte Mine zu machen. Ich will dann nämlich endlich mal mich reinfuchsen in die dritte Mine und die bewältigen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao!